sein. Au! Heißes Paket. Der Inhalt ist heiß. Mein Name ist Mark Coxy. Dieses Video trägt unsere Warnung. Dieses Video ist leider nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Und in diesem Sinne, pst, Kameramann. Humor. Humor. Was haben wir da? Prima. Ein Lösungsbuch. Oh, doch. Ein offizielles Lösungsbuch von Watch Dogs 2. Ja, Watch Dogs 2. Und wegen dem habe ich das Unboxing schon angeboxt. Aber das richtig geil ist. Oh mein Gott. Voll geil. Voll geil. Ein SMR Professional Shock Mouth with Removable Pop Shield. Und was heißt das, Herr Marco? Die Zuschauer wissen doch nicht, was das ist. Das ist ein Popschutz, der Tramp holt das Ganze. Du musst das ganze Ding abschrauben, denn wir brauchen nämlich dieses. Hm. Also das hier ist übrigens mein Mikrofon. Das war unser Mittagessen. Das sind unsere Getränke und das sind unsere Süßigkeiten. Mhm. Was willst du denn abschrauben? Wir brauchen das. Ich zeig's dir gleich. Ich bin da Profi drin. Auch wenn ich es noch nie gemacht habe. Ich bin da Profi drin. Pass auf, gleich ist es ins Essen. Also, habe ich gerade gedacht, die 5 Minuten sind schon um. Was? Du hast immer deine 5 Minuten, ne? Ach so. Ach, deswegen machen wir es. Falsch. Das könnt ihr. Also. Ui. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Okay. Schön zuckrig. Also, das hier ist das Lösungsbuch von Watch Dogs. Das interessiert mich. Wir haben jetzt hier so ein wireless Mikrofon. Hallo? War wirklich. Sing mal wie das Pokémon Pummeluff, oder? Hallo, hallo, hallo. Nee, Pipi. Pipi und Pummeluff. Nein, Pummeluff war schon richtig. Pummeluff. War schon richtig. Es gibt. Und das hast du auch bitter nötig, vor allem dein Schutz ist ein bisschen... Ja, definitiv. Das hängt ein bisschen schief, weil es nicht original ist. Und das war auch schon, ich habe es gebraucht gekauft. Auch gut. Hier haben wir erst noch 30 Minuten. Das ist so schlimm. Das ist gut. Und zwar 30 Minuten Menschenkenntnis und 30 Minuten Charisma und Charme. Ich weiß, ihr findet mich schon... Bernhard P. Wiff und Adele Landauer. Genau. Falls ihr uns rechtlich angreifen möchtet, wir haben hier schon von unserem Zitatrecht Gebrauch gemacht. Video verlinken wir vielleicht in der Infobox, wenn nicht, viel Spaß beim Suchen. Aber dieses ist diesmal nicht empfohlen von Sat.1. Tatsächlich. Wenn das, also ihr müsst darauf achten, wenn es von Sat.1 empfohlen ist, dann könnt ihr es kaufen, aber so nicht. Nicht? Okay, merke ich mir. Mama! Nein, okay. Das ist so hyposensitiv, Dingens, darfst du gerne mal auspacken. Oh, erstmal das Mikrofon Achtung, Achtung, Achtung. Das braucht ja niemand. Rate. Wozu? So, jetzt den Auspack. Da? Kann man auspacken? Nein, nur unten. Ja, komm. Das ist... Scheiße. So, jetzt da. Schafft das. Schafft das. Schau mal. Schick. Voll geil. Plastik. Plastik, aber gutes Plastik. Das Ding hat 74 Euro gekostet. Ich habe gedacht, ich spinne. Bitte, was? Du hast es trotzdem gemacht. Ja, richtig. Und was kann das Ding so schön? Ja, Moment. Guck, du kannst was kann das? Was macht das? Da habe ich erst gedacht, oh fuck, muss ich da jetzt nochmal ein zweites Teil dazu kaufen? Nein, da hängst du dieses Ding hier ein. Ja, genau, eben. Kameramann, komm mal her. Ja, Kameramann. Schwitzdorn. Hier haben wir dann auch diesen Pop-Up. Also, wie schon gesagt, das Ganze war hier so. Da war diese Spinne drin. Und wenn wir das hier so einmal aufmachen, sehen wir hier diesen Pop-Up. Ach so. Und... Das ist dieser Shock Mouth. So, der gehört da dazu. Ansonsten haben wir hier nichts mehr. Doch, hier haben wir... Nee, was ist das? Ist das vielleicht? Das hatte ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Da ist das schöne Ding. Das ist an gegen Poppen. Ach so.
Also nicht, ach so. was ihr jetzt denkt. Also ihr seid schon relativ... Mhm. Ich habe erst an Pocken gedacht. Also ich habe erst Pocken verstanden. Ach so. Weißt du, so ja, natürlich, so genau. Und ja, genau. Blumen. Ja, und da haben wir das ja, genau. Schöne Ding hier. Pocken. Mhm. Da können wir jetzt auch hier so schön wackeln. Ist ja kalt. Da sollte theoretisch alles davon, also quasi störungsfrei sein. Aber zum Ranmachen ist das schon relativ knapp gehalten, muss man sagen. Also man muss da schon richtig fest drehen, dass es da richtig hebt. Weil ihr seht auch schon, das Gewinde ist nicht komplett ausgefüllt mit dem Mikrofon. Sieht man gleich. Jetzt sieht man, weil ich stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. So. Was hat der Püppe für Püppe bei Püppe? So. Aha. Ah. Dann können wir hier so schön reden. So richtig reil. Das ist voll professionell und exklusiv. Ja. Neueste Technologie. Und da kann man auch schön schütteln an dem ganzen Ding. Und du hörst nix. Oh, das gibt Stromschläge. Genau, das Ganze sieht doch jetzt professionell aus, oder? Ja, machen wir es noch daran. Dann machen wir es noch dran. Ich hole es dir. Das andere konnte ich jetzt nicht sagen. Das mal ein bisschen. Müssen wir es wegmachen? Nicht wegmachen, ein bisschen aufmachen, genau. Dann kannst du reindrehen. Warte, da. Okay, du erzählst die Geschichte vom Innenbus, während ich. Okay. Also, Leute. Es heißt Inbus. Nur für die Leute, die nicht wissen, also ich kenne auch einige, die sagen immer Inbus. Aber Inbus kommt von innen sechskant, also in. BUS kommt von Bauer und Schauerte, die Erfinder vom Inbus. Innen sechskant, Bauer und Schauerte. Für die Leute, die Maschinenbau studieren, die wissen das natürlich. Aber nur nochmal. Also in. Inbus, innen in sechskant. Innen sechskant. Warum heißt es dann nicht innen sechs Bus? Oder so. Ja, gibt es eigentlich andere? Gibt es Fünfkant oder gibt es... Gibt es eigentlich so gut wie alles. Hm. Aber heißt ja nicht Inbus, sondern in Fünfkant. Ja. Auf jeden Fall... Interessant. Gut zu wissen. Na gut, dann warten wir bis... Ah, warte, der ist schon da. Ah, der ist schon da, schade. Ich hoffe, dass da das Richtige drin ist. Ja, professionell. Nee, ne? So, wir machen das jetzt fest. Das Innengewinde haben wir jetzt rausgemacht. Das machen wir dieses... metrische Innengewinde, das größere, können wir jetzt hier festschrauben. Also ich finde die Geschichte vom Innenbus richtig geil. Naja, ist ja auch wahr. Er war. Ja, jetzt wird's lustig. Ne? Machen wir das so oder anders? Es gibt auch Leute, die halten so auf den Kopf. Schon, oder? Ja, ist ja. Aber ich würde eher mehr bevorzugen, wirklich so von der... Marco, du hast die Sonne im Gesicht. Echt? Ja, ich bin halt ein Sonnenschein. Also fürs Video machen wir es jetzt mal so. Der Sonnenschein für den Zuschauer da. Und ganz besonders, wenn nur eine Frau bis so gut aussieht. Oh Mann. Das war gemein. Immer dieser Marco. Ja, und jetzt lass los, der Mann ist zack. Nach oben. So, jetzt kommt das Finalding und dann ertönen die schönsten Gesänge auf Erden. Aber auch richtig rum. Midi mag es nicht, wenn es kaputt geht. So. Das war's. Hey, das sieht richtig geil aus. Das sieht voll geil aus. Professional Shockmark with removable. Wie heißt es nochmal? Zeug. Popshield. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Marco Coxy, schön, dass du da bist. Ey, das ist voll geil, das Teil. Ich gucke jetzt nur noch dahin. Viel besser als dein altes auf jeden Fall. Ja. Oh ja. Oh scheiße, ich wurde im Ego-Shooter erschossen. Das habe ich aus dem Blickwinkel gesehen. Oh, da links steht einer. Ja, getroffen. Nee, finde ich... Tramp, setz ihm ein und guck dir mal den Anblick an. Das ist geil. Also ich könnte mich da ja nicht mehr auf den Bildschirm konzentrieren. Ich müsste ganz so machen. Sag ich ja. Ich muss mal hier so... Du darfst zum Schluss hinsitzen. Ich will auch. Ja, gut. Ja, jetzt setzt du die noch einmal hin. Den Anblick müsst ihr euch gönnen. Nicht den, sondern... Ja, das ist schöner. Also wirklich schön. Voldemort ist zwar auch schön, ja, schön. Aber das ist schöner. Ich finde, es sieht so cool aus. 4K. Ja, doch, also wenn man so... Ja. Da macht das Zocken und Sprechen viel mehr Spaß. Okay. Guck mal hier so. Dann. Ja, kann man machen. Mit dem Wackeln. Sieht gut aus. Gefällt mir.
Wie sieht es auf dem Kopf aus? Wie geht das überhaupt? Musst du nochmal, warte, ich geh nochmal. So, das ist. Ja. Setz dich mal, Felix. Nochmal? Okay, komm, oh Gott. Weil jetzt sieht scheiße aus, oder? Naja. Ja, solange es nicht im Weg ist. Ja. Ja, manche machen sie eben so. Also beim Kronk habe ich das auch schon ein paar Mal gesehen, dass der ja, Kronk macht das von, ja, von oben so reinmacht. Also ich finde es so. Also bei professionellen Filmen. Da ist kommt es ja auch von, so. Kommt ja auch von, ja, oben das Mikrofon. Mhm. Ja, weil es von unten keinen Platz mehr haben. Beziehungsweise es sieht komisch aus, wenn es hier so, ja, das ist auf jeden im Weg steht und einfach alles in. Ach, keine Ahnung. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, welche Ansicht ihr besser findet. Das ist die zweite Ansicht. Die erste ist die erste. Die erste ist erste. Aber ich finde es echt richtig geil. Also muss ich schon sagen, so macht das Arbeiten mehr Spaß. Übrigens, Frau Josefine, ich duze sie trotzdem, falls Sie dieses Video anschauen sollten, mit dieser Gerätschaft nehme ich jetzt auf und da macht das Synchronsprechen und Hörbuchsprechen gleich viel mehr Spaß. Die schaut sich das Video eh nicht an. Wow. Glaub fest daran. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und dann sagen wir ciao. Ciao. So.